Ich bin mir sicher, heute ist es soweit, wir werden den Unreal-Rang in Fortnite erreichen. Und wie man hier schon sieht, wir sind gerade auf dem Champion-Rang, aber wirklich ganz, ganz knapp vor Unreal. Und zwar sind wir auf 88%, wirklich, wir sind schon fast auf dem höchsten Rang, den es hier überhaupt gibt. Das ist nämlich das Ziel für heute. Wir könnten es vielleicht auch schon in einer einzigen Runde schaffen, wenn die krass wird. Aber wir sind natürlich auch gegen gute Gegner, deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie gut die Runden hier werden oder ob wir heute überhaupt einen Win holen. Trotzdem, ich bin mir sicher, wir werden heute Unreal erreichen. Wir gehen nochmal direkt in-game und zwar sind wir wieder heute solo unterwegs. Generell spiele ich eigentlich fast nie alleine Fortnite, sondern halt immer nur entweder Turniere oder mit Freunden. Aber na gut, alles für diese Videos hier. Alles für die Videos. Deswegen, wenn euch die Videos hier gefallen, unbedingt nochmal ein Abo da lassen und auch hier in dem Itemshop gerne Code Robnik eingeben. Das supportet mich wirklich sehr, sehr, sehr. Also Dankeschön an jeden Einzelnen, der es macht. Einfach Code Robnik eingeben. Egal, ob ihr euch da was holen wollt oder nicht, ist auf jeden Fall super Support. Und dann würde ich sagen, wir haben ein Game gefunden. Es geht direkt los aus dem Busshaus. Wir sind direkt in der ersten Runde drin. Wie immer natürlich, ihr kennt mich. Ich werde wieder in Reckless landen. Ich glaube, in der gesamten Season war ich auf keinem anderen Spot so oft wie da. Und weil das Ganze meine erste Runde ranked heute an dem Tag ist, kann ich auch kein Minus machen, soweit ich das System verstanden habe. Ich glaube, in der allerersten Runde am Tag macht man einfach generell kein Minus auf, wenn man aufspawnt direkt stirbt. Was wir natürlich nicht machen werden, denn Ziel ist es natürlich auch, die erste Runde direkt zu gewinnen, ist ja klar. Es gibt Turrets wieder im Game. Es ist so krass, ne? Immer wenn ich so ein paar Tage in das Spiel verpasst man so viel, habe ich das Gefühl. Oh, da ist Chef. Ich weiß, ob ich mich mit Chef schon direkt anlegen will gerade. Warum sind hier viele? Hilfe. Warte mal, ist hier ein Spieler gerade runtergedroppt? Ah, das war ein Bot. Oh mein Gott, ich habe so Angst gehabt auf einmal. Ja, den Bot zu holen ist mal wieder wie immer anstrengend. Aber wie kriegen's hin? Irgendwie. Bro, er macht so viel Damage. Lass mich in Ruhe jetzt. Wir haben es geschafft. Immerhin. Da kommt Real Talk ein Gegner gerade. Der campt hier irgendwo. Ich habe 0 Mats. Oh mein Gott, das ist ganz schlecht. Ich mache das hier ganz, ganz langsam. Da campt wirklich jemand. Das ist unfassbar. Oh mein Gott, Unreal-Spieler. Aber ganz ehrlich, ich hoffe, alle meine Gegner werden heute so sein. Weil dann ist es gar kein Problem, jetzt hier die Runde zu gewinnen. Gar kein Problem, jetzt hier direkt Unreal zu kommen. Dann ist auch einfach die ganze Ranked-Serie vorbei für die Season auch schon wieder. Außerdem, Leute, wenn ihr das Video seht, heute um 19 Uhr ist auch wieder FNCS die zweite und damit auch die letzte Woche, wo man sich qualifizieren kann. Ich werde das Ganze natürlich wieder streamen. Also schaut gerne um 19 Uhr auf Twitch oder auch auf YouTube live vorbei. Und zur Not natürlich, wenn ihr das Ganze verpasst oder auch wenn ihr selber spielt. Ich werde natürlich auch wieder vom FNCS danach ein Video hochladen. Und dann würde ich sagen, das sollte eigentlich auch der einzige Gegner hier in der ganzen Stadt gewesen sein. Ich glaube, wir looten uns jetzt einfach hoch. Chillen ein bisschen. Vielleicht fighten wir auch gleich nochmal und Storm Announcement und vielleicht noch den anderen Coin hier. Aber erstmal muss ich unbedingt einen Grappler finden. Ich würde ganz gerne Sniper haben und irgendwie ein bisschen mehr Healing auf jeden Fall auch noch. Oh, das ist nicht der einzige Gegner. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Der sneakt ja aber mitten im Nirgendwo rum. Ja. Gefährlich. Oh, nein. Ich habe eine Wand noch. Das darf nicht sein. Ich habe keine Mobility, Bruder. Ich habe absolut keine Ahnung. Oh, doch, da ist er. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wo er campt, aber jetzt zum Glück weiß ich es doch. Der ist auch so schlecht schon wieder. Also no front natürlich an der Stelle. Das hier nicht gemein sein. Aber das sind nicht die allerschlauesten Spieler hier dafür, dass es Unreal ist. Oh mein Gott, er nervt mich so sehr brutal. Bro, mit 20... Er sneakt hier safe wieder irgendwo hinterm Busch oder so. Oh, er sneakt hier wirklich. Das kann nicht sein. Das ist so ein Witz. Ja, down. Ich find's witzig, wie einfach es mittlerweile ist, irgendwie Champ oder Unreal oder so zu kommen. Weil, also, no front natürlich an der Stelle mal wieder. Aber die Gegner sind ja nicht gut, die ich bisher getroffen habe. Also ich würde die auf Dia oder so schätzen, wenn ich selber so ein Ranked-System machen würde. Vielleicht Dia. Vielleicht auch Platin sogar nur. Aber egal. Mich soll's nicht stören. Hauptsache, ich schaffe jetzt auch heute Unreal in dem Video. Ich habe immer noch keinen Grappler gefunden und keine Sniper. Das nervt mich ein bisschen. Aber ich glaube, wir nehmen jetzt das Auto da hinten und suchen jetzt einfach neue Gegner. Weil es leben jetzt nur noch 30 andere Leute. Also die Runde fängt an, langsam unstacked zu werden. Ah, ich wollte gerade schon sagen, die Münze ist hier bei uns in der Nähe. Er ist cracked. Wir jumpen rein. Ja, hat nicht funktioniert. Er hat auch Impulses. Wie kann jeder Impulses haben die ganze Zeit? Oh, mit der Frucht zusammen. Das ist schlau. Den werde ich nicht kriegen. Der fliegt auf die andere Seite der Map. Oh mein Gott, der ist so weit. Oh, er macht noch eine. Digga, wie weit will er noch? Er macht noch... Es ist respektlos. Ich kletter an der Wand. Ja, er läuft, er hat Angst. Er hat so Angst vor mir. Ja. Er ist aber auch schon wieder nicht so begabt. Irgendwie. Also dafür, dass das hier eine Unreal... ja, okay. Hat mir kurz ein Brett gedrückt. Egal. Dafür, dass das ein Unreal-Lobby hier ist. Oder so viel Unreal-Gegner. Also ich habe auch persönlich das Gefühl, letztes Mal waren die besser. 20 Leute sind schon down. Und kein Mobility-Item zu haben, geht mir so auf die Eier. Aber ich habe jetzt zum Glück endlich mal einen Grappler gesehen. Das heißt, ich denke mal, das ist kein Grappler. Oh mein Gott, ich bin blind auch noch. Das darf nicht sein. Okay, der Typ, der muss Münzen haben. Und der hat einen Grappler. Das sind direkt schon zwei Gründe, warum ich ihn fighten will. Sehr riskant. Ich versuche es einfach. Er sniped mich in der Luft. Ist das Spiel wirklich...
Er ist in der Box. Witzig, witzig. Macht Spaß. Macht Spaß und ist fair. Digga. Digga, er spielt nur diese mythische Scar die ganze Zeit. Er macht nichts anderes. Ich hab gleich keine Mats mehr. Ich hab gleich einfach keine Mats mehr. Oh mein Gott. Tot, ich werde sterben. Ja, erste Runde hat super viel Spaß gemacht auf jeden Fall mal wieder. Solo ist immer cool. Wir haben 5% für die Runde bekommen. Also wirklich, Unreal zu kommen ist viel zu einfach. Ich kann rumspielen, ich kann mach 3 Kills, werde Top 30 oder so und mach Plus. So, nächste Runde. Und wenn wir nicht alles falsch machen, dann sollten wir in dieser Runde jetzt schon Unreal werden. Weil 7% ist nichts. 7% ist eigentlich gar nichts. Ich denke mal, wir müssen nicht mal die Runde gewinnen, sondern es wird schon reichen, wenn wir Top 5 kommen mit irgendwie 2, 3 Kills. Das wird auf jeden Fall schon reichen. Wo kommt er jetzt hergerutscht? Unreal-Spieler mal wieder, natürlich. So wie jeder hier in der Lobby scheinbar. Ein HP und da kommt ein Gegner. Ey, ich werde einfach down gehen, hier sind so viele Gegner. Maybe Greenlife, das wäre jetzt perfekt. Nein, natürlich nicht. Ja, oh mein Gott, sehr gut. Aha, da ist ein Gegner an der Wand. Was macht er, was macht er? Was? Es ist, also das ist respektlos. Was? Wie werde ich da hinter der Wand gehittet? Hä? Ich bin irgendwie den höchsten Hyping der Welt, Geschichte. Und der denkt jetzt auch noch, er ist gut oder was? Was macht er da? Er hat die Wand. Respektlos. Er ist der Beste. Okay, es tut mir leid, sorry. Digga, man kann ihn nicht besiegen. Das ist krank, das ist krank. Hat das jetzt irgendwas am Rank geändert dafür, dass ich aufs Punkt gestorben bin? Nee. Immer noch 93%. Ranked ist komisch. So, für die dritte Runde werden wir jetzt mal erfinderisch. Wir gehen mal zu der Pump. Ich habe mir gedacht, Mythische MP ist zwar cool, ich kenne den Spot auch auswendig und so weiter. Aber ich brauche die nicht. Bin sowieso nicht der Typ, der die ganze Zeit einfach nur sprayt und gegen Wände läuft und so. Das ist nicht so mein Spielstil. Deswegen vielleicht einfach mal mit der Pump. Mit der kann ich mehr anfangen. Außer Leute, die letzten Tage kamen auch mal wieder so wenig Videos von mir, weil ich krank war tatsächlich. Und nichts vorproduziert hatte. Das sind Spieler. Das sind zwei Spieler. Oh mein Gott, Bruder. Das ist jetzt schlecht, ich muss hier raus. Das perfekte Zimmer. Oh mein Gott, hier geht's ja richtig ab mit Healing. Okay, HP ist in Ordnung aus wieder. Pump hier brauche ich unbedingt. Da unten wird der Bot gerade gekillt, ne? Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Er hat meinen Kill geklaut. That's right. Er hat meine Münze auch noch geklaut, was? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, er klaut meinen Kill und meine Münze. All in. Das ist der Münzentyp. Er hat schon wieder einen Impuls, das ist so unfair, was? Ja, natürlich. Tot. Ich werde sterben. 3, 2, 1. 94%. Ich sterbe offspawn und habe Plus gemacht. Also das Rank-System ist so kaputt. So, nächste und wahrscheinlich auch letzte Runde für heute. Wir brauchen jetzt noch 9% in der Runde. Ist auf jeden Fall machbar, das in einer zu schaffen. Wenn wir jetzt nicht offspawn sterben, dann steht dem auf jeden Fall nichts im Wege, würde ich sagen. Das wäre so cool eigentlich. Einfach mal eine Runde jetzt nicht gesniped werden. Eine Runde irgendwie offspawn mal die Münze bekommen ohne Stress. Und dann bin ich schon absolut zufrieden. Hier liegt zum Beispiel ein Grappler. Ey Bruder, was soll ich da mit diesen Offspawn-Items die ganze Zeit lang? Ich verstehe es nicht. Hat er meinen Grappler geklaut? Er hat meinen Grappler geklaut. Oh mein Gott. Bruder, ich werde von irgendwo abge... Hä, das Spiel wird echt immer schlechter. Ich gehe wieder zum Bots rüber, wo ich immer bin. Oh, da kommt ein Gegner zu mir rüber und ich habe keine Shotgun. Das wird bestimmt Spaß machen und gar nicht nervig. Endlich eine Shotgun. Oh mein Gott, endlich eine Shotgun. Ja, der Bot kommt runter. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Können wir den vielleicht direkt holen. Oh, jetzt kommt auch noch ein Gegner. Bruder, ganz schnell. Ja,
Er ist so schlecht. Und das ist wieder ein Unreal-Spieler. Die ganze Decke über mir einfach wanted. Er pickaxe sich rein und hat so verkackt. Okay, wir sind wieder im Tresor drinne. Diesmal gibt es aber eine Sniper hier. Wow. Ich bin überrascht. Ja, das ist wirklich das unnötigste Item überhaupt. Ich weiß nicht, warum die den komischen Raketenwerfer zurückgebracht haben. Blaue Pump wäre perfekt. Lila wäre sogar noch besser. Aber egal. Blau passt schon. So, dann würde ich sagen, können wir weitermachen. In der Stadt waren auf jeden Fall noch ein paar Leute. Ich würde schon noch versuchen. Digga. Ich schwöre, wenn man hier nicht bald komplett ausrastet, ne? Ich würde sagen, ich mache so einfach mal ganz entspannt und gehe erstmal kurz raus aus der Stadt hier. Weil irgendwie hat das hier gerade keinen Sinn. Wir haben auf jeden Fall eine Münze bekommen. Wir haben ein bisschen Spare Healing. Wir haben relativ wenig HP. Vielleicht finde ich hier noch was. Das wäre ganz gut. Ich habe einen Gegner, der mich hier einfach random W-Key aus dem Kanal kommt, den ich noch nicht mal kannte. Das ist cool. Warum gibt es hier einen Kanal? Wenn er jetzt hier nicht kommt, dann machen wir das hier mal ganz kurz gemütlich, machen es voll. Dann sieht es mit den AP mal wieder besser aus. Auto haben wir auch. Wir müssen ein paar Mets farmen. Und dann ist Leben auch schon wieder nur 25 Leute. Also Ranked ist absolut tot. Ich kann nicht verstehen, warum man Solo Ranked für Spaß spielt oder um besser zu werden oder sonst. Ich weiß nicht, warum man Solo Ranked spielt. Das macht keinen Sinn für mich. Mit Freunden zusammen Ranked spielen ist halt nochmal was anderes. Aber was willst du denn die ganze Zeit, Digga? Schau einfach weg. Er wird eh nochmal aufs Auto schießen. Ist klar. Ja, ja. Und ich steige nochmal aus und Headshot-Zeit ihn. Ah, schade. An sich hätte ich gar kein Problem damit, ihn zu fighten, aber ich habe 100 Holz und das war's und damit gewinne ich keinen Fight. Wer will fighten scheinbar? Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das auch will. Er hielt sich halt auf 200 HP wieder voll, das nervt ein bisschen. Wer bist du? Hinter mir kommt noch ein Gegner. Ich habe keine Mets, um mir eine eigene Box zu bauen, Digga. Es ist so nervig. Ja, ich werde sterben. Digga, hier sind drei Gegner mitten im Nirgendwo auf einmal. Es leben auch nur 18 Leute. Ich habe keinen Mobility, ich kann den nicht weg. Ich habe zwei Wände. Und ich bin in der Holzbox. Und wenn jetzt gleich... Da kommt noch ein dritter. Ich fasse es nicht. Da kommt noch ein vierter sogar. Also der eine ist ja gerade gestorben. Es sind immer noch drei Leute. Also es ist gerade der vierte hier. Und ich kann nichts machen, außer hier random rumzuhocken und hoffen, dass mich keiner sieht. Oh, da sind Mets gedroppt, oder? Ja, für die Mets könnte... Ah, die Mets sind weg. Irgendwer hat die alle gekillt. Es lebt noch ein Spieler. Aber auf den habe ich keinen Bock, also hau ich ab. Oder? Ich meine, die Münze liegt da gerade for free, oder nicht? Ich frage mich, ob die sich gegenseitig gekillt haben. Oder ob ich blöd bin. Grappler, sehr, sehr wichtig. Biggs, nehme ich auch mit. Blaue Pump, alles mit Blut, das habe ich. Da ist keiner mehr. Haben die sich gegenseitig getötet? Oder habe ich irgendwie nichts mitbekommen? Na gut. Zwei Münzen. Und die mythische Pump. Und die mythische Scar. Ey, korrekt ist korrekt, Jungs. Danke, dass ihr alle gefightet habt. Ich habe nichts gemacht, aber auf einmal den besten Loot. Aber wie viel Münzen? Ich habe drei Münzen. Ich bin der größte Magnet, der größte Spielermagnet in der Lobby. Da kommt wieder ein neuer Gegner. Es ist so krass, man kann die normal gegen einen einzigen Spieler fighten. Ich würde ihn ja auch jetzt von der Seite sprayen, aber ich weiß, er hat einen Sniper. Und bei meinem Glück wird er einen Headshot-Snipe treffen natürlich direkt. So richtig random, wahrscheinlich sogar im Sprung, No-Scope in der Drehung. Deswegen machen wir gar nichts. Ich möchte einfach nur die Runde gewinnen und unreal werden. Da ist noch ein dritter. Da kommt er. Junge, wie hier alle sind. Schon wieder drei Leute am Fight und ich mache gar nichts. Das hier ist der letzte Überlebende von den dreien. Den muss ich jetzt schnell holen. Was macht er denn? Ach, Bruder. Digga, wie kann man so viele Boxen bauen und so viele Lücken in den Boxen auch noch drin lassen? Ich habe alle fünf Münzen. Jeder einzelne habe ich. Jeder weiß ganz genau, wo ich bin und ich bin wahrscheinlich Nummer 1 Target hier.
von allen. Ich sage euch aber ganz ehrlich, Leute, bei den ganzen Rank-Videos, die ich hier auf meinem Kanal schon hochgeladen habe, ist das hier heute, würde ich sagen, nicht das allerbeste, aber wir sind halt Unreal geworden. Also ich muss es auf jeden Fall hochladen. Allein schon nur deswegen muss daraus unbedingt ein Video gemacht werden. Aber ich würde sagen, die nächsten Male werden die Runden bestimmt auch noch ein bisschen besser mit vielleicht mal mehr als 3 Kills. Aber vielleicht mache ich den dritten hier, warte. Nee, vielleicht auch nicht. Ja, ich bin mir sicher, nächstes Mal bin ich dann auch wieder nicht solo unterwegs, sondern im Duo, hoffentlich. Und gesund auch vor allem wieder. Weil so ein bisschen krank zu spielen macht nicht so Spaß. Da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Der muss noch in Zone kommen, der Typ hinter mir. Ich bin drin, aber er nicht. Snipe der? Nein. Okay, der impulst einfach. Easy. Alle sind eingebaut. Top 6 Situation hier gerade. Ich habe 2 Kills auch nur, aber das ist erstmal egal. Da ist jemand eingebaut, da ist jemand eingebaut, da hinten und da ist auch noch einer. Und der letzte ist da am Holz. Okay, ja, ich weiß, wo alle sind. Und jeder spielt das hier komplett ernst auf Endgame. Ich habe leider nicht ganz so viele Mats, aber es sollte hoffentlich reichen. Aber es ist krass, wie ernst das Ganze hier mal wieder gespielt wird gerade. Okay, er impulst. Ich muss halt grappeln, ich hoffe mal, der aimt mich nicht ab. Okay, easy, er guckt auf andere. Cool, gute Rotation. Wie war das kein Hit? Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall schlau, wenn ich jetzt einfach Highground spiele. Und genau das machen wir jetzt auch. Einfach den Highground ausspielen. Warum sind hier hinter mir Steps? Das machen die da unten. Okay, einer droppt. Was versucht er hier? Niemals kommt er hier auf Highground. Was macht der? Wie spielt er das Spiel? Digga, was machen die hier die ganze Zeit? Und schon wieder einer der Highground Monkey. Ich fass es nicht. Jungs, bitte. Lernt das Spiel. Ihr könnt doch nicht einfach die ganze Zeit alle in die Luft impulsen und denken, das ist ein schlauer Move. Jeder einzelne, einer nach dem anderen, das geht nicht. Er macht es schon wieder. Er macht es einfach schon wieder, ne? Digga, diese Impulse sind das Schlimmste, was hätte passieren können in Ranked. In Solo-Ranked. Braucht die Mats ganz schnell. Danach können wir wieder hochgehen. 101, ich habe 500 Holz. 20. 80, down, let's go. Guck mal, wie viele Kills wir noch gemacht haben. Ich glaube, wir haben gefühlt jeden geholt. Ich kann die Map nicht öffnen. Aber ich glaube, wir haben fast jeden geholt, der noch im Endgame dabei war. Und ich krieg jedes Mal in Solo auf High Elo in Krampf. Die Leute impulsen einfach nur auf Highground oder impulsen ganz random rum. Und denken, das ist schlau. Egal, wir haben es geschafft. Wir haben noch eine Runde gewonnen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das reichen wird, um Unreal zu... 91% Champion. Und es reicht. Wir sind jetzt endlich Unreal in Fortnite. Der höchste Rang in Fortnite. Wir haben es endlich geschafft. Als Platz 100.000 plus. Das heißt irgendwie ganz, ganz weit oben auf jeden Fall. Egal, es reicht auf jeden Fall für mich. Wir haben den höchsten Rang in Chapter 5 wieder erreicht. Alles, was ich erreichen wollte in Ranked in dieser Season, haben wir auf jeden Fall geschafft. Es wird natürlich trotzdem weiter Ranked-Videos geben, aber halt eben mit einem anderen Thema. Nicht einfach nur reingrinden. Da würde ich sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, auf jeden Fall ein Like da lassen, ein Abo da lassen und auch hier im Itemshop Code Robnik benutzen. Danke für den Support und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Also, bis dann.